So, es ist Mittag und ich mache mein Mittagsgebet. Ich nehme das immer nie auf, weil das natürlich nicht gut ist, ne? Aber so stehe ich dann hier und ja, mein Stativ habe ich hier auch hingelegt, weil ich brauche das jetzt immer zum Aufnehmen von meinen Videos, die ich jetzt wieder in Masse produzieren möchte. Das ist die Gebetskette, da hatte ich gestern so ein bisschen gezeigt, wie man das Ganze macht. Also wir beten quasi die nach unserem Gebet. Wir haben ja jetzt für das Mittagsgebet, welches ich jetzt beten werde, haben wir 10 Gebetsabschnitte, 4 Sünnet, 4 Fars und 4 Sonsünet, also X-Sünet, 4 Fars, 4 und 4 Sonsünet, 2 Sonsünet. Das sind insgesamt 10 Gebetsabschnitte. Ein Gebetsabschnitt ist immer, indem wir einmal hier stehen, das Gebet, da lesen wir dann die dazugehörigen Gebete. Dann beugen wir uns einmal runter, kommen wieder hoch, immer mit Gebeten. Dann verbeugen wir uns einmal ganz mit dem Gesicht nach unten auf die Erde, kommen wieder hoch. Noch einmal verbeugen wir uns betend, währenddessen immer. Und dann stellen wir uns wieder hin. Das ist ein Gebetsabschnitt. Und das machen wir insgesamt für Yitzhak, also für den ersten Gebetsabschnitt sozusagen für die ersten 4 Rekka, so heißt ein Gebetsabschnitt, heißt Rekka oder Rakka, je nachdem. Und das sind eben 4-mal rauf und runter, je nachdem. Und immer zwischendurch auch 4-mal die Verbeugung. So, und dann fängt Fars an, wieder 4 und Sonsünet 2, insgesamt 10. Das mache ich jetzt am Schluss der Gebete. Das dauert ungefähr so 5 Minuten. Je nachdem, wie schnell man betet, bete ich noch die Gebetskette, das sind dann immer 99 Kugeln und die bete ich dann einmal mit verschiedenen Gebeten ab. Da sagt man dann immer Subhanallah, 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 Subhanallah. Und wenn wir dann hier an der einen Vorrichtung angekommen sind, dann kommt Elhamdulillah, 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 Elhamdulillah. Und zum Schluss haben wir noch einen Gebetsabschnitt, wenn wir an dieser Richtung angekommen sind, da sagen wir dann Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bei Gelegenheit erkläre ich euch dann auch nochmal alles, was das heißt. Und bevor ich dann das Gebet beende und den Gebetsteppich dann wieder zusammenschlage, bete ich dann noch dieses große Throngebet, El Kursü. Das bete ich dann einmal noch und dann schlage ich den Teppich zusammen und dann ist das Gebet eigentlich vollrichtet. Und die Gebetsabschnitte, und jetzt ist hier eine Fliege reingekommen, du blöde Fliege, die hat es hier reingeschafft, weil ich die Tür aufgelassen hatte ab und zu. Die müssen wir nochmal rausjagen. Genau, und dann sind wir sozusagen fertig. Wie ich euch ja schon öfters erklärt habe, ja, mein Ding ist alt, ne? Ich weiß, aber ich habe so einen Gebetsumhang hier nicht gefunden, ja. Der ist ja noch aus Deutschland, den habe ich mir ja dort gekauft. Der ist auch nicht gut, weil es so ein komisches Material ist, aber sowas habe ich hier nicht gefunden. Sind immer in sind anders hier und viel umständlicher anzuziehen. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, wir haben ein Morgengebet mit 4 Rekka, also einmal 2 Sunna, 2 Fars. Dann haben wir das Mittagsgebet mit X-Sunnet 2, Fars 4, mit X-Sunnet 4, Fars 4 und Sonsünet 2. Dann haben wir das Nachmittagsgebet mit X-Sunnet 4, mit Sünnet 4 und Fars 4 und dann das Abendgebet mit Fars 3 und Sünnet 2 und dann das Abendgebet mit 4 Sünnet, 4 Fars, 2 Sonsünet und Wittisch dann einmal nochmal 3 Gebetsabschnitte, 3 Rekka. Und das sind unsere Gebete, die wir immer machen. Zwischendurch in der Nacht kann man natürlich auch noch beten. Das habe ich in letzter Zeit aber leider vernachlässigt. Meine Hunde bellen schon wieder. Was machen die denn da? Müssen wir noch mal gucken, bevor wir jetzt hier anfangen. Wir dürfen die Gebete nicht unterbrechen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir die Gebete unterbrechen müssen. Also wirklich gar keinen Grund. Unsere Propheten, Friede und Segen sei mit ihnen, haben sogar gebetet, nachdem Schlangen sie gebissen haben. Wir dürfen es nicht unterbrechen. Es gibt wirklich absolut nur, wenn wir helfen im Notfall jemanden, ne, dann ja, aber ansonsten nicht. So, meine Lieben, ich beginne mal mein Gebet. Wie gesagt, dauert ungefähr 5 Minuten, bis ich alles durchgebetet habe in meinem Rhythmus. Dann werde ich versuchen, diese Fliege hier rauszujagen. Und dann gucke ich mal nach meiner Wäsche. Dann bekommen die Hunde was zu essen. Und dann würde ich mit euch nach unten zum Friedhof gehen. Den gucken wir uns mal an. Und das interessiert mich. Inshallah. So. Warte mal. Da hinten ist meine Katze. Da.
Pascha hat da hinten geschlafen, weil der andere schläft da ja auch. Guck, Bonjuk ist da in ihrem Haus und Pascha hat da geschlafen. Und jetzt hat Pascha die Katze gesehen und geht mal gucken. Aber er hat jetzt keinen Bock mehr. Guck, interessiert ihn nicht. Was war das? Okay. Geht er wieder an seinen Platz? Mal gucken. Ja. Bonjo guckt jetzt auch mal. Wo warst du denn? Hallo? Okay. Katze geht durch. Kein Problem. Also, Katze darf kommen. Alles gut. Decke gewaschen und wie ihr seht, ist sie jetzt richtig weiß geworden. Also nichts Gelbes mehr. Auch das Kissen ist fast ganz schneeweiß. Also so ein bisschen hat es noch an Gelb, aber der ist richtig gut gelungen. Oder die Decke, das ist doch schön. Gut, ich würde sagen, wir machen uns mal reisefertig. Mit die Hunde jetzt einmal füttern und dann gehen wir los. Bin schon ein bisschen länger hier, weil ich habe meine Teppiche noch mal kurz zum Spülen reingebracht, weil da bete ich ja auch immer drauf und der war es schon wieder so ein bisschen. Wenn man die einmal wäscht, ne, die Teppiche, dann hat man das Gefühl, dass es schneller dreckig wird, oder? Wahrscheinlich, weil diese Kunststoffschutzschicht dann ab ist. Und ich hatte das Gefühl, als ich da eben drauf stand, es war so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so astrein sauber, wie ich es gerne hätte. Und es roch auch nicht mehr so gut. Da habe ich gedacht, ich spüle das noch mal einmal durch. Das habe ich gemacht und deswegen sitze ich hier noch und bin noch nicht in Aktion bezüglich dem Runtergehen. Es ist 14:45 und das müssten wir jetzt aber langsam mal machen, weil sonst könnte es wieder zu spät werden für mein Nachmittagsgebet, das in ungefähr anderthalb Stunden ansteht. Aber ja, wie ihr seht, habe ich die Teppiche jetzt weggenommen, damit ich das einmal durchbekomme. Ihr seht, ne, ich schlafe auf drei Decken. Das ist einfach zu kalt. Ne? Auch die dritte Decke. Ich habe ja jetzt das hier eingezogen. Diese sind jetzt eine Doppeldecke. Die haben wir ja zusammen eingezogen und die benutze ich auch. Ich benutze alle drei Decken. Ne? Die andere allerdings nicht, die vierte da. Aber ansonsten, also es ist mir einfach zu kalt hier. Und ich habe ja auch noch Pyjama und Strümpfe und alles. Und die Strümpfe fliegen aber immer öfter jetzt in die Ecke nachts. Aber ja, mit Strümpfen schlafen finde ich immer ganz unangenehm. Aber wenn es kalt ist, ne, was soll man machen? Aber es geht. Also am Anfang bräuchte ich das aber immer noch mal. Und deswegen ziehe ich die immer an, wenn ich nach oben gehe. Die beiden Hunde schlafen. Ich will die jetzt aber trotzdem einmal füttern. Auch wenn die, glaube ich, noch keinen Hunger haben. Aber wenn ich gehe, dann kriegen die irgendwann Hunger bestimmt. Deswegen einmal, der Bunjuk schläft immer da drin, ne? Die kuschelt sich wohl in das Kissen ein. Es liegt das Kissen, glaube ich, als Decke über sie drauf, glaube ich. Das ist richtig witzig. Aber er ist lieber draußen. Es ist ihm zu eng, glaube ich, da drin. Keine Ahnung. Naja. Oder er will wach halten, ne? Für dieses Weibchen. Kann alles sein. Wir gehen jetzt aber gleich los. Ein bisschen Ordnung machen könnten wir hier nochmal. Ich habe alles hier gefeuert wieder. Mein Glas. Ja, hier sind die Teppiche, die sind auch noch nicht durch. Eine Minute noch, dann klappt das auch. Das Ding habe ich immer noch nicht genäht. Also ich bin echt so vergesslich. Das liegt da schon und trotzdem habe ich es noch nicht gemacht. Na, tue ich mal hier hin. Mein Pulli ziehe ich gleich an. Die Jacke kann da bleiben. Das ist nicht so schlimm. Hier liegt noch ein Strumpf von mir. Ja, Strümpfe fliegen auch immer in die Ecke, weil ich die andauernd tausche. Na, also ich tausche meine Strümpfe dreimal am Tag. Ich ziehe frische an, wenn ich ins Bett gehe. Ich ziehe frische abends an, wenn ich mein Gebet gemacht habe und ich ziehe morgens frische an und manchmal nochmal zwischendurch. Wenn ich jetzt zum Beispiel runtergehe, dann fliegen die wieder in die Ecke und dann müssen sie wieder gewaschen werden. Ja, mit Strümpfen bin ich ganz pisselig, ne? Also das muss immer akkurat sauber sein. So, das ist das. Gut, und dann können wir eigentlich los. Beziehungsweise gleich. Die werde ich mir auch mal erstmal wieder hier hinlegen, abgewaschen. Habe ich schon, muss ich aber gleich natürlich auch noch mal machen, weil ich den Hunden jetzt zu essen gebe. Das ist trocken. Kann hier wieder rein. Und dann haben wir das wieder für heute. Mein Pensum erfüllt. Die Jacke brauche ich jetzt erstmal nicht. Die brauche ich wahrscheinlich heute Abend wieder. Lege ich mal dahin. Und die Fenster kann ich auch schon mal zumachen. Und dann die Lichter noch anbringen, sehe ich. Die hatten wir ja abgerissen, als ich das zuziehen wollte. Das müssen wir mal machen. Gut, und Schlafzimmer mache ich auch zu. Hier hatte ich einmal lüften wollen heute, aber das mache ich jetzt einmal zu. So, genau. Und dann können wir uns langsam anziehen.
Muss noch einmal mit der Family telefonieren. Gardinen will ich ja auch noch anbringen. Och, ich will so viel Sachen, ne? Die Teppiche schleudern gerade, die hänge ich dann noch oben auf und dann geht's los. Also ich habe hier eben eine ganz eigenartige Entdeckung gemacht. Da lag irgendwie sowas wie so eine Paprika oder so, was die angefressen haben. Ich habe die ganzen Teile jetzt weggeschmissen. Zeige euch das mal. Was ist das denn für ein ekliges Zeug? Keine Ahnung. Ich habe das jetzt hier hingelegt. Guckt mal. Sieht aus wie eine Blume, ja, aber hä? Sieht eher aus wie eine Paprika oder so. Da sind so Samen mit drin gewesen. Habe ich alles jetzt weggeschmissen. Eklig. Naja, jedenfalls hat Katzi auch was zu essen gekriegt, weil die ist schon die ganze Zeit hier am Betteln. Ich habe mir neues Wasser hingestellt. Meine Hunde sind natürlich schon dabei, ne? Also hier ist Essen. Nein. Und ja, die Hunde, meine kleine schwarze Katze, die ist hier überall schon am Rumsuchen, wie sie ans Futter gekommen. Sie war vor meinem Küchenfenster und hat da gebettelt. Die hat ja da hinten gebettelt. Also, naja, ich habe es ihr jetzt hingelegt. Frisches Wasser haben sie auch. Hunde sind auch versorgt. Und insofern muss ich noch mal frisches Wasser geben, weil die haben das Wasser da wieder ausgekippt. Und meine Teppiche sind auch fertig und dann können wir einmal losgehen. So, Hunde machen nichts. Pascha war eben schon an ihr dran. Er ging auf das Ding drauf und zu ihr hoch, hat nichts gemacht. Hat nur. Und die Katze hat auch nichts gemacht. Also die scheinen sich jetzt grün zu sein. Katze geht durch. Oder? Oder? Das war ihr jetzt doch zu viel. Zwei Hunde auf einmal. Das geht jetzt aber nicht. Die wollen natürlich ans Futter ran. Katze hat aber auch, glaube ich, gut gegessen. Die ist satt, sonst wäre sie auch nicht gegangen. Na sag mal, ihr beiden, das war ja süß. Guck, die ist satt. Hm. Hä? Was waren das? Katzen? Hä? Waren das Katzen? Die wollen nur das Futter haben. Die Katze stört die nicht. Na dann. Hm. Hat alles aufgegessen, wie ihr seht. Und liegt da hinten. Ich hatte nur nicht so schnell aufnehmen können. Die da. Entschuldigt. Alles gegessen. Alles gut. Katzenfutter habe ich auch mit. Und wieder in Aktion. Da hinten ist auch eine Katze. Da. Ja. Wir gehen jetzt einmal runter. Den langen Weg zum Strand. Da machen sich das die Bananenmänner immer gemütlich. Die sind nicht da. Der war heute Morgen da. Genau. Jetzt den langen Weg runter. Zum Friedhof müssen wir da an der Uhr lang. Nicht ganz an der Uhr, noch vorher, so bei Migros Höhe. Migros müsste das sein, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. So wirklich Lust habe ich jetzt nicht, muss ich sagen. Also ich hätte lieber mich oben noch mal hingesetzt, ein bisschen weiter gedreht und gearbeitet, aber ja, ich würde euch auch gern den Friedhof zeigen und würde auch gerne mal selber gucken, weil ich war noch nicht da. Kacke. Ja, so ist das hier, ne? Werden alles mal Läden. Ich denke mal, die spekulieren schon auf die Umgehungsstraße, die hier lang führen wird. Ich bin sehr gespannt, weil es wird ja alles jetzt im Aufbruch sein hier in Alanya. Schauen wir mal, was so passiert in den nächsten Monaten. Inshallah wird alles gut. Wird da so ein Häuschen hingebaut oder war das immer schon? Habe ich noch gar nicht gesehen. Da war wahrscheinlich immer schon, sieht alt aus. Katzenfutter habe ich mit, also wenn wir jetzt Katzen sehen, dann kriegen die. Heute habe ich dran gedacht. Und es könnte auch sein, weil es ist ja schon Nachmittag, deswegen
Vormittags ist immer schwierig, aber nachmittags ist immer ganz gut, dass man welche sieht. Die Chance ist groß. Da sehe ich jetzt aber tatsächlich gar keine. Die Hühner, hört man. Katzen sind keine da. Die sucht vielleicht auch die Katzen und die Hühner. Ja, die Hühner sucht sie. Da sind sie, guck mal. Die Hühner. Ach, wie schön sind die. Der hat eben ordentlich gekräht. Guckt euch den Short an dazu. Ich bin ja jetzt ganz fleißig immer dabei, Shorts zu drehen. Und weil ich das immer so gut finde, die sind so live irgendwie. Da ist noch eine Katze. So, gehen wir mal weiter. Irgendwas hat die Frau da jetzt gerade gesagt. Ich habe auch keine Ahnung. Hat sie mit mir gesprochen? Oder hat sie mit jemand anders gesprochen? Keine Ahnung. Irgendwas Komisches hat sie da erzählt. Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie angeguckt, aber dann hat sie nichts gesagt. Also keine Ahnung, was sie sagt. Ich weiß es nicht. So. Wir haben 23 Grad heute. Wirklich warmes Wetter. Gestern war es mit Sicherheit auch so. Weil gestern hatte ich das Gefühl, war es noch ein bisschen wärmer als heute. Ich weiß nicht, heute ist der Wind so ein bisschen frischer, finde ich. Trotzdem haben wir 23 Grad. Ist irgendwie was kaputt gegangen, wahrscheinlich ein Auto. Hier müssen wir lang, weil sonst machen wir einen Umweg. Hier ist kürzer, habe ich so im Gefühl jedenfalls. Schauen wir mal. Ich denke mal, dass dieser Weg ein bisschen kürzer ist, als den großen Bogen zu machen. Mit Sicherheit, ja. Würde ich mal annehmen. Bitte auch diese Wassertanks überall. Ich habe wieder diese Sachen an. Die Hose hatte ich einmal gewaschen, weil da waren die Hunde dran. Und den Pullover habe ich ja vorgestern angehabt, den habe ich noch nicht gewaschen. Der war sauber eigentlich. Riecht auch nicht. Also insofern, da unten wird gepicknickt. Das ist immer richtig schön. Das ist so angenehm. Dann kannst du da ja draußen sitzen. Kinder können spielen und kann Tee trinken. Trifft sich mit den Nachbarn. Das ist immer sehr schön, wenn man das so macht. Wir haben das in Schönum also eigentlich nie gemacht, ne? Obwohl das echt, da hätte man auch was hinstellen können, Sessel und so. Das haben wir nie gemacht. Früher war da ja vorne immer, als ich da gelebt habe, war da ja erstmal noch so ein Haus, wie so ein Stall sah das aus. Also so ein Haus, aber lang. Das war jetzt kein Stall, aber sowas ähnliches, halt nicht ganz so modern, sondern halt alt, ne? Das ist schon wieder moderner hier, obwohl das ja auch alt ist. Aber da hat tatsächlich dann auch jemand, haben die Verwandten dann auch drin gewohnt. Aber die haben nie irgendwie was draußen hingestellt. Da wird gearbeitet. Hühner sind da hinten auch. Und immer diese Plumphose. Na, ich finde die ja auch praktisch, aber ich finde sie so mega hässlich. Wollte mir ja auch eine kaufen für die Hunde, aber konnte mich jetzt doch nicht entschließen, weil die kosten genauso viel wie die anderen Pyjamas, also die normalen. Dann habe ich mir die nicht geholt. Im Gegenteil, die sind teurer. 100 Teller, hatte sie, glaube ich, gesagt. Einmal sogar 150 Teller. Hier wird irgendwie immer bearbeitet und geschweißt und gemacht und getan. Das ist irgendwie so eine Werkstatt, glaube ich. Stinkt auch nach
Stahl. Wahrscheinlich geschweißt oder geflext. Ich habe in meinen Videos gemerkt, dass ich immer so laut atme. Ne? Auch in den Shorts habe ich das gemerkt. Das ist mir überhaupt nicht bewusst. Wahrscheinlich kommt das, weil ich, sag mal, meine Nase immer verstopft ist, ne? Durch meine Allergie. I'm so sorry. Ich werde mal versuchen, mehr durch die Nase zu atmen. Ich glaube, ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren durch den Schnupfen bedingt, durch den Mund zu atmen. Vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass ich immer so einen trockenen Hals habe und immer irgendwie verschleimte Mandeln. Das kann ja sein, ne? Ich atme eigentlich immer durch den Mund, ist mir aufgefallen. Jetzt, wo ich das in den Videos gehört habe, beobachte ich mich manchmal. Und auch jetzt, ne? Ich atme immer durch den Mund, was bestimmt könnte damit zusammenhängen.